So ein bisschen wie auf den Mond geschossen fühlen sich die Menschen hier auf dem Roten Felsen in Hoher See gerade auch. Ohnehin, immer schon abgeschieden vom Rest der Zivilisation auf dem Festland, sind die Helgoländer in Pandemiezeiten noch einsamer als ohnehin schon, aber gar nicht unbedingt unglücklicher. Mittendrin in der Nordsee lässt sich offenbar besonders gut ein kühler Kopf bewahren, berichtet Svalin Girolami von ihrem Kurzbesuch auf dem Eiland. 20 Minuten hat der Flug von Büsum auf Deutschlands einzige Hochseeinsel gedauert. Per Fähre geht es vom Flugplatz weiter zur Hauptinsel. Nur wer hier arbeitet oder wohnt, darf im Moment nach Helgoland. Und das auch nur mit negativem Corona-Test. Auch wir müssen zum Schnelltest. Der erste Weg führt also zum Inselarzt. So. So, Frau Girolami, bitte schön. Der Test war negativ. Sehr gut. Alles in Ordnung. Bis jetzt haben wir Glück gehabt. Also es gab wenige Fälle. Aktuell 2, die aber morgen auch dann die Quarantäne beenden. Und wir haben das Glück gehabt, dass diejenigen, die betroffen waren, sehr vorsichtig waren von vornherein, sodass also niemand auf der Insel infiziert wurde. Jetzt im November kommen eigentlich die Naturfotografen und Ornithologen, um die fast magische Stimmung rund um die lange Anna zu erleben. Der 47 Meter hohe Felsen ist das Wahrzeichen der Insel. Genau wie die Lummen, Seevögel, die es in Deutschland nur auf Helgoland gibt. Im Lockdown haben die Insulaner das alles für sich. Anja Widecki ist hier geboren, kennt jeden der 1500 Einwohner beim Namen. Sie arbeitet als Sekretärin und hat ein Fitnessstudio. Für mich ist es eigentlich noch ganz entspannt. Also ich genieße die Ruhe hier, ich genieße die viele Zeit, die ich habe. Wir haben die Saison ja eigentlich noch gut zu Ende bringen können. Die Geschäfte waren noch offen. Im November ist sowieso so eine trostlose Zeit hier, also mit wenig Besuchern. Und also ich komme da gut klar mit. Den saure Gurkenmonat November kennen die Geschäftsleute und Gastronomen hier, haben ihn sonst irgendwie bewältigt. Doch dieses Jahr zehrt es an den Nerven, denn an ein Weihnachtsgeschäft glauben hier viele nicht mehr. Irgendwann sind die Reserven halt alle, ne? Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt irgendwann einen Sonderweg vielleicht wieder früher aufmachen können als andere, weil ja jeder, der hierher kommt, getestet werden muss. Einen Sonderweg zu ihrer Gemeinde geht auch die Pastorin. Mit dem Segen to go will Pamela Hansen vor allem älteren, alleinstehenden Einwohnern zeigen, dass sie in der Krise nicht auf sich gestellt sind. Ich merke auch so, dass diese ganze Pandemiesituation schon für viele belastend ist und dass bei manchen auch Unverständnis da ist, der ganz, ganz große Wunsch, dass alles wieder normal wird. Und dann habe ich mich aber auch mit Leuten unterhalten, die mir gesagt haben, wir haben irgendwie einen Weltkrieg überlebt, wir sind damit klargekommen, wir mussten diese Insel nach dem Krieg wieder aufbauen. Also schlimmer ist das jetzt hier auch nicht, da kommen wir auch durch. Dass die Inselgemeinde in Ausnahmesituationen zusammenhält, zeigt sich uns dann ganz plötzlich. Auf einmal fällt das komplette Kommunikationsnetz über Nacht aus. Handy, Festnetz, Internet, nichts geht mehr. Die erste Nacht haben wir hinter uns gebracht, indem wir die Gerätehäuser und die Fahrzeuge besetzt haben als Anlaufpunkt für die Bevölkerung. Nach jetzigem Kenntnisstand ist es so, dass wir diese Nacht bis morgen Mittag auf jeden Fall weitermachen müssen. Telekommunikativ sind wir auf jeden Fall im Augenblick abgeschnitten. Fährverbindungsmäßig auch, weil das Fährschiff ja nur noch montags, mittwochs und freitags aufgrund von Corona hierher kommt. Im Augenblick kann also keiner hier hin und zurück. Wir sind also unter uns. Und das nehmen die Helgoländer gelassen hin. Nach mehr als 20 Stunden kompletter Abgeschiedenheit ist zumindest das Netz wieder da.